Chevy driver. This Nicole, ladies and gentlemen, in ihrem 57er Chevrolet Corvette Roadster. Und rechts, das ist Micha Full Speed Vogt mit dem 1955er Chevrolet Bel Air, der von Sauerkrauts unterstützt wird und der von einem Nelson Racing Engines B-Turbo befeuert wird. Ich habe gestern noch gesehen, dass Micha am Telefon war. Er ist nichts Ungewöhnliches, aber er hat mit dem Chef von Nelson Racing Engines aus den USA telefoniert und ich glaube, da wurden sogar noch die letzten Mappings, die letzten Einstellwerte für die Motorsteuerung aus den USA hier ins Fahrerlager heruntergeladen. Und ob man es glaubt oder nicht, aber dieser 55er Chevrolet Bel Air Top Job, der ist in Deutschland immer noch mit Nummernschild unterwegs. Burnout-Bereich wieder rausgeschoben wurden, die keine Chance hatten auf die Qualifikation. Der Schweizer ist in der Lage, auch von den Aktionen bei sich hinweg anzufahren. Mal sehen, wie das geht. Der Michael Vogt, ich gehe gleich mal auf die mittlere 7-8 vorgewählt hat. Der ist gut. Jetzt gibt's Ladedruck, jetzt kommen die Turbos ins Spiel. Und rechts, das ist Micha Full Speed Vogt mit dem 1955er Chevrolet Bel Air, der von Sauerkrauts unterstützt wird und der von einem Nelson Racing Engines B-Turbo befeuert wird. Ich habe gestern noch gesehen, dass Micha am Telefon war. Er ist nichts Ungewöhnliches, aber er hat mit dem Chef von Nelson Racing Engines aus den USA telefoniert und ich glaube, da wurden sogar noch die letzten Mappings, die letzten Einstellwerte für die Motorsteuerung aus den USA hier ins Fahrerlager heruntergeladen. Und ob man es glaubt oder nicht, aber dieser 55er Chevrolet Bel Air Top Job, der ist in Deutschland immer noch mit Nummernschild unterwegs. We'll be right back.